Ja, und damit ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Spiel von oder Projekt von Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde. So, Fenster verschieben, Hopsasa. Ach ja, Castlevania Symphony of the Night ist ein Spiel, welches ich wirklich nicht so gut leiden kann, weil es diese Seitenperspektive hat, die ich nicht so gerne mag, allgemein bei Spielen. Und weil es einfach verwirrend ist, sich darin zurechtzufinden. Und ja, ich glaube, ja, wir fangen einfach mal an. Aber das Spiel hat einen sehr schönen Soundtrack, muss ich ja wirklich mal sagen. New Game. Auch diese Schrift hier, dieses altertümliche, ist wunderschön. Muss ich selber kurz überlegen, jetzt mit I oder Y mich zu schreiben. Ach, mach ich einfach mal mit I. So, weiter. Journey back to 1792 and the Transylvanian countryside of Romania. Das ist Draculas Schloss, was jetzt einfach so wieder aufgetaucht ist. Aber erstmal sind wir in der Vergangenheit, wie gesagt. Final Stage von Bloodlines. Yeah. Wir sind Richter Belmont, ein Vampirjäger. Und haben hier verschiedene Sachen. Wir können halt springen. Wir können... Ah, hier so einen Rückwärtsflip machen, genau. Ich frage mich wirklich, wie ich nach unten schlagen konnte, weil eigentlich konnte er so nach unten schlagen, was er aber jetzt gerade mit keiner Taste machen will. Das ist sehr seltsam. Mit der Taste mache ich gar nichts, auch okay. Oder hat er das im Springen dann mit der Taste gemacht? Nee, mit der macht er im Sprung nichts. Okay, hier bin ich anscheinend hergekommen, deswegen laufen wir mal eine Runde. Hey, wir haben eine Special-Waffe gekriegt. Die können wir aktivieren. Wie? So? Ja. Mit nach oben und der Viereck-Taste. Herzen geben uns, glaube ich, etwas Energie wieder. Was jetzt deswegen nicht unbedingt nötig ist, aber egal. Oder es sind auch Leben, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, um Dracula zu vernichten. Und das werden wir auch tun. Wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber wir werden es tun. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves! Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Oh.
komm her, Dracula. Wo bist du? Ach, bin ich doof. Hey, ich ziehe ihm gerade überhaupt nichts ab. Das ist ja großartig. Ah, fuck. Aber wieso ziehe ich ihm mit dem Kreuz gerade vor allem nichts ab? Das verstehe ich jetzt nicht. Los, Special Attacke! Boah, das zieht ja jetzt gerade richtig gut rein. Nice! Ich weiß auf jeden Fall, letztes Mal war ich eigentlich richtig gut beim Kampf gegen ihn. Oh, wir können mehrere sogar schleudern. Das wusste ich noch gar nicht. Siehst du mal. Kann ich doch mal Special Attacke machen? Nee. Oh je, ich bin schon fast tot. Ist nicht schlimm, wenn wir hier alles Leben verlieren. Aber es wäre natürlich sehr ärgerlich. Na, ich muss es irgendwie eher machen. Wenn ich in ihn reinspringe quasi, ist es relativ gut, um ihm Schaden zu machen, deswegen. Ich werfe nur meine Waffe versehentlich, obwohl ich ihn eigentlich schlagen möchte. Oh je, ich bin tot. Jetzt sind wir quasi unverwundbar. What the fuck? Oh, zweite Phase. Wow, ja natürlich. Stirb! Wow. Lass meine Schwester in Ruhe. Wir haben gesiegt. Dracula ist vernichtet. Spielende. Nein. Es wäre zu einfach. Das lese ich sicherheitshalber mal nicht vor, deswegen lest ihr das in eurer Geschwindigkeit und pausiert notfalls. Ich gebe gleich nochmal eine deutsche Zusammenfassung davon. Castlevania. Oh yeah. Now loading. Süß, wie auch die Schrift hier hin und her am Tanzen ist, aber das ist normal. Knapp. Yay!
Okay, bei ihm macht der Doppelsprung gar nichts. Auch interessant. So. Also, Story. Was eben angezeigt wurde in diesem abspannmäßigen Dingens der Boomster. Richter Belmont ist halt wirklich ein bekannter Vampirjäger, wie gesagt, der sich auf die Suche gemacht hat nach Dracula, um den zu töten, obwohl der eigentlich schon tot war. Alucard hatte nämlich schon mal mit einem anderen der Vampirjägerfamilie Belmont zusammengearbeitet, um seinen eigentlich unsterblichen Vater umzubringen. Das ist ja auch im Anime zum Beispiel so. Den ich übrigens sehr empfehlen kann, wenn ihr nicht zu schwache Nerven habt und mit viel Blut und sowas klarkommen könnt und grausame Szenen. Auf jeden Fall ist Dracula wiedererweckt worden von einem dunklen Priester namens Shaft. Und ja, deswegen musste Richter halt nochmal dann, also dieser Richter von Belmont, der Belmont-Familie jetzt dahin und den nochmal umbringen quasi. Und weil wir zu schlecht waren, ist unsere Schwester gekommen, die uns gefolgt ist. Und ja, die hat jetzt halt für uns gebetet, dass wir dann halt dadurch unsterblich wurden quasi für den Kampf. Und da Dracula auch wirklich leicht besiegen konnten. Man kann es auch ohne ihre Hilfe schaffen, ich war nur zu scheiße. ja. Und stimmt, weil Dracula jetzt eigentlich erst vor kurzem wieder gestorben ist und das Schloss ja jetzt quasi aus dem Nichts aufgetaucht ist, also aus dem Nebel ist es wieder aufgetaucht, wodurch auch Maria den Weg gefunden hat. Ja. Jetzt, nachdem Dracula mal wieder tot ist, sind wir jetzt hier mit Alucard. Oh! Ich bin sehr stark. Noch. Aber es wird sich ändern. Ich bin jetzt am Anfang hier so overpowered. Aber das wird sich ändern. Am Anfang habe ich noch die beste Ausrüstung, aber die werde ich hinterher verlieren oder die wird mir abgenommen. Irgendwie sowas war da. Ein Schlag und direkt tot. Mausedot. Auf jeden Fall kann ich sagen, wir sind der... was passiert jetzt? Oh, Zombies! Wir sind halt der Sohn von Dracula, deswegen kann man ja auch sagen, lest Alucard mal rückwärts. Obwohl sein eigentlich richtiger Name ist Adrian. Was ich nicht so schön finde, weil ich mag den Namen Adrian eigentlich nicht. Yay, Level Up! Aber... deswegen, ich nenne ihn einfach nur lieber Alucard. Alucard ist einfach mein Schätzchen. Wie viele kommen denn hier? Ich habe Kleidung gefunden. Okay, interessant. Ein Herz. Das war, glaube ich, ein Leben. Geld. Wisst ihr, wie bescheuert ihr eigentlich aussieht? Fenster bleibt zu. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Walt Disney's Hercules, wo wir in der Stadt Theben waren, wo die ganzen Skelette aus dem Boden kamen. Aber das waren deutlich weniger als hier, die Zombies dran sind. Sag mal, hab das bald. Wow. Nein, ich habe tatsächlich etwas Energie verloren. Wie können wir nur... Irgendwie kann man sich ja auch heilen, indem er das Blut seiner Feinde trinkt. Aber das ist sehr schwierig. Also allgemein sind hier auch die Zauber im Spiel und sowas nicht leicht anzuwenden. Dazu muss man so seltsame Tastenkombinationen hier drücken. Das ist unfassbar. Darf ich jetzt einfach mal sonst auch weitergehen vielleicht? Wow. Anscheinend. Sag mal, ist ja unnormal hier. Alter. Warum kommen hier so viele Gegner am Anfang? Die hätten echt nicht aufgehört, die kamen hier endlos. Was hier oben? Hallo, lass du mich mal in Ruhe, ihr scheiß Fledermäuse. Oh, was ist jetzt der richtige Weg, ist jetzt die Frage, ne? Hier lang oder doch lieber hier unten lang? Ich weiß es doch nicht. Oh, hier sind irgendwelche komischen Seemonster.
Okay, wenn ich ehrlich bin, will ich hier nicht so gerne lang. Hui! Wow. Wow, 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 wow! Aua, das brennt doch. Hätte ich das umgehen können? Ja, das war der andere Weg. Na super. Mal ganz ehrlich, dann lade ich das. Erspare ich mir ein bisschen Schaden da unten und gehe hier oben direkt lang. Was ist denn jetzt noch hier unten ansonsten, wenn ich hier weitergehe? Hier ist irgendwas Nettes, aber die Tür ist zu. Schade. Lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Seeungeheuer. Ich gehe. Tschö. Das Blut unserer Feinde hier auch spritzt. Wir müssen was Besonderes drücken, um das Blut auch aufzunehmen und uns zu heilen, glaube ich. Oder aber jetzt hier am Ende quasi, am Anfang von Ende, ist es vielleicht noch anders, dass wir es auch automatisch noch nicht aufnehmen, weil ich habe ja jetzt keinen Energieverlust. Okay, ich bin auch nicht unten lang gegangen jetzt letztendlich, ne? Aber naja. Oh, was haben wir hier? Der Tod! Alucard! What is your business here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. You shall regret those words. We will meet again. Meine Sachen! Du Arschloch, du nimmst mir die also ab. Das gibt's ja wohl nicht. Also, der Sensenmann hat uns gerade vorgeworfen, wie können wir es denn wagen, auf der Seite der Sterblichen immer noch zu kämpfen und mit dem befreundet zu sein. Tja, ist einfach halt so. Und dann so, ja, ich denke, ich kann dich nicht überzeugen, dass ich dich wieder auf unsere Seite bringen kann, aber dann werden wir uns halt nochmal treffen und wirst du sehen, was du davon hast, nach dem Motto. Und hat uns jetzt alle unsere Ausrüstung abgenommen. Der Sack. Ja. Und jetzt geht es hier quasi richtig los, dass wir jetzt Draculas Burg erkunden, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Auf jeden Fall ist der Tod ein Sack, wie wir gesehen haben. Obwohl, ich glaube, das ist dann wirklich nicht der Tod selber, obwohl da stand ja Tod. Aber in dem Heftchen sozusagen von Symphony of the Night, was ich mir bei Google rausgesucht habe, weil ich es ja natürlich nicht habe, da stand halt bei, dass der Tod eigentlich noch jemand anderes ist, dass es so ein komischer alter Typi ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, deswegen bin ich etwas verwirrt gerade, aber egal. Wir werden auf jeden Fall hier im nächsten Part weitermachen, ihr Lieben. Und ich hoffe, euch gefällt der Anfang von Alucard, also ich meine von Alucard. Der Anfang von Symphony of the Night, wie gesagt, lange werden wir hier nicht uns aufhalten. Ich bin mal gekommen bis zu einer Szene, wo man gegen den Doppelgänger von Alucard kämpfen muss und weiter bin ich nie gekommen, weil ich den eh nicht platt gekriegt habe und ich verlaufe mich auch ständig im Schloss und sowas, also... Aber ich glaube, wir haben eine Karte. Haben wir jetzt schon eine Karte? Ja, haben wir, aber die ist jetzt nicht sehr aussagekräftig, wenn ihr mich fragt. Von daher, naja. Aber die Musik geht echt voll ab, ich mag die. Aber okay. Wie gesagt, das soll es für den ersten Part gewesen sein, denn der geht ja schon lang genug. Ach, ich liebe diese Musik. Sie ist so schön. Naja, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Bis dann, macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Vampy. Ciao.